Jumbo Jumbo, meine lieben Django Zulu Fans. Willkommen im Hebem 102 und in dieser Runde werden wir losschlagen. Lange haben wir gebraucht, bis wir endlich an dem Punkt sind, um den Krieg zu beginnen. Doch diese Runde werden wir losschlagen. Ein paar Voraussetzungen dafür haben wir die letzten Jahre, die letzten Runden geschaffen. Und so geht's dann endlich los. Wir gucken aber erst nochmal auf die Ereignisse. Fouché hat mir zum Beispiel geantwortet mit einem Deal. Eine Freundschaftserklärung nehmen wir sofort an. Freunde können wir genug gebrauchen. Ah, und er ist auch Freund mit dem Shoshone geworden. Gut, das ist kein Problem. Die anderen werden sicherlich den Shoshonen bald noch ein paar Knüppel zwischen die Beine legen. So lange werden wir jetzt hier uns unserem eigenen kleinen Spiel widmen, um zu hoffen, dass die anderen bald den Shoshonen nicht mehr großartig mit ihm Handel treiben. Gut, was machen wir sonst? Einmal hier schnell mal erforschen, da ist nichts mehr. Scheinbar ist Fouché weitergezogen mit dem Schiffchen. Und die letzte zivile Einheit, die ich hier setze. Wald abholzen, fertig machen. Aus 8 Runden werden 5 Runden für die Zeus-Statue. In 5 Runden steht sie, dann bin ich noch stärker mit der gegen Städte. Wunderbar. Okay, dann wollen wir weitermachen. Und zwar geht's weiter mit dem Erforschen von dem Gebiet des Ägypters. Wo ist der Ägypter? Wir gucken runter. Der Ägypter ist hier unten. Wollen wir sein Gebiet doch mal erforschen. Erstmal mit dem Speerkämpfer hier. Einmal hinten rum. So. Ich weiß ja, dass die Stadt dort ist. Und dann ziehen wir mit der Einheit auch nochmal so rum, damit wir schön hier hinten rumkommen können mit diesen zwei Speerkämpfern. Ein Schiff ziehen wir zurück. Diesen Speerkämpfer werden wir heilen. Und jetzt geht's los. Gucken wir mit unserem Schiffchen mal. Einmal so. Und da ist Memphis mit 16. 2. Und noch 3 und wir sehen, aha, da hat er einen Bautrupp, der hier was baut. In einer Runde ist es fertig. Vielleicht lässt er es ja stehen und will den Bauernhof fertig machen. Dann können wir das mal testen. So. Jetzt gucken wir uns Torgal erstmal in Ruhe an. Ich konnte ihn ja noch gar nicht so richtig anschauen. Jetzt sehe ich das hier. 191 Punkte, wovon 80 sich durch die Technologie bestätigen. Er hat also durch 420 Technologien und ich habe 60 Punkte aus Technologien und das sind 5 Technologien weniger. 5 Technologien weniger. Im Vergleich dazu, Orchrist hat 64 Technologien, hat also nur eine mehr als ich, also von der Zahl her. Und wo ist Bragta? Wo ist Bragta? Da unten. Bragta hat 76. Der ist eine Technologie hinter Ägypten. Und damit ist er sicherlich bald der Führende, was die Technologien betrifft. Gut, das sind soweit die Verhältnisse. Schauen wir uns Torgal nochmal genauer an. 12 Gold, 3 Gold pro Runde. Also viel machen kann er da scheinbar nicht. Eisenpferde 2 und 6. Und seine Städte sind 4, 5 und 1. Davon ist das hier die 4er. Dann hat er noch eine 5er irgendwo sonst wo. Und eine 1er. Und die 1er muss dann das hier sein. So, gehen wir langsam los. Kompositbogenschütze Nummer 1. In Stellung gebracht. Nächste Runde kann der dann hier auf diesen Hügel vorziehen, um dann auf die Stadt zu schießen. Aber wir wollen ihn noch nicht vorzeitig in die Schussreichweite der Stadt bringen. Sonst hat er nämlich bald ausgedient. Composite-Bogenschütze Nummer 2. Den setzen wir mal eben auf dieses Feld. Dann steht er wenigstens nicht mehr im Wasser rum. Dann Streitwagen-Bogenschütze kommt auf dieses Feld. Damit er möglichst zügig 1-2 Runden dann auf dieses Feld kommen kann, um auch zu schießen.
Und was machen wir mit den anderen Einheiten? Wir haben noch hier einen, der ist fast fertig. Und der ist soweit. Okay. Den setzen wir auf das Feld und sehen, ach, da ist ja immer noch nichts. Immer noch schöne Bauernhöfe angelegt. Und ein Trüffellager hat er auch angelegt. Sehr schön. Damit kann ich die Trüffel, hoffentlich muss ich sie nicht zerstören, damit ich sie gleich beibehalten kann. Und Speerkämpfer, den hier ganz oben, den Elite-Speerkämpfer, packen wir mal hier oben unter den, unter die Triere, damit er keinen Schaden nimmt. Jetzt werden wir den Krieg erklären und 3, 2, 1, Anlandung bei Memphis. Ups. Ja, wir haben nichts mit dem. Anlandung bei Memphis. Und die, der macht seine Einheit dorthin. So. Damit die auch nicht sind. Nicht in Reichweite der Stadt kommen. Sieht doch ganz gut aus. Die zwei Einheiten oder die Einheit kann er beschießen. Alle anderen kann er nicht beschießen. Er hat keine Einheit drin. Offensichtlich geht er vollständig davon aus, dass er sich nach oben mogeln kann. Wir greifen jetzt mal an, mal schauen, was dann als Feedback von ihm zurückkommt, als Antwort. Soll ich ihm noch eine diplomatische Botschaft schicken? Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Vielleicht sollte ich das noch machen, aber ich glaube, das ist alles nichts, was ich ihm anbieten kann. Das wär's dann letztendlich diese Runde auch von mir. Wir gucken aber noch einmal schnell auf die Demografie, um zu zeigen, wo wir stehen. Rakta überall ganz vorne, außer beim Militär. Und Alphabetisierung Ägypten ganz vorne, 25%, wie schon gesagt. Und ich bei 19%. Aber das wird sich vielleicht auch bald ändern, wenn ich endlich auch mal mit meiner Forschung in die Puschen komme. Einmal die Bibliothek hier wird fertig werden. Und dann werde ich ja auch noch Bibliotheken woanders machen. So viel dazu und wir sehen uns dann. Moment, eine Sache habe ich noch vergessen. Bevor ich jetzt die Abmoderation mache. Fouché wollte ich ja auch noch hier mit Fouché die Botschaften tauschen. So. Wenn, dann machen wir es richtig. Also, dann sieht man sich in Runde 78. Jumbo, Jumbo.